Nee, wir machen mal Folgendes. Wir speichern mal sicherheitshalber rein. Weil wir jetzt ja doch schon eine ganze Ecke gespielt haben. Am Stück anderthalb, nee, eine Stunde 15 Minuten oder was. Dann gucken wir, dass wir jetzt ab das nächste Match angehen. Nochmal gegen Pirates Cove. Vielleicht machen wir auch doch erst die Kiste noch auf. Seifenblasenbombe. Ist wahrscheinlich eine... Ja, wird eine Technik sein, nehme ich jetzt einfach mal an. Jupp. Wir müssen nur einmal noch gewinnen mit 5-0 Unterschied. Und dann schaffen... Oh, wir sind Team Level 31 geworden. Und dann schaffen wir es natürlich auch, da ordentlich was hinzubekommen. Sprich, die rote Kiste aufzumachen. Das wollte ich eigentlich sagen. Wow, Gretchen. Hat geklappt. Ja, wunderbar. Feuersichel. Die Orca-Klatsche mal wieder. Oh, wenn man gegen eine Wassermannschaft spielt, ist man als Feuerspieler echt im Eimer. So, hier, komm. Wirbelsprint. Soll er halt seine TP verlieren? Ist mir Latte. Kann er ruhig machen. Kampfgeist. Oh nein, der Kraken. Gucken wir, dass wir den... Ah, kriegen wir nicht ran. Ich wollte den veralbern. Das klappt aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Gretchen. Wieder der Tanz. Gretchen. Auch wieder der Tanz. Die wollen es unbedingt, ne? Gaias Hände. Wird aber eh geblockt. Oder auch nicht, er hat nämlich noch gar keinen Block. Jetzt kommt's auf Sam an. Aber diesmal hat er ihn. Sehr gut. Vor allen Dingen ist er schön weit abgeprallt. Oh oh, der Scramjet. Nein, das war kein Abseits, Junge. Als ich den Pass gespielt habe, war nie. Das war nicht so. Holen wir Lancelot raus. Das war kein Abseits. Ich habe extra drauf geachtet. Lächerlich. Hier kommt Wirbelsprint. Stärker, sehr gut. Gretchen. Super. Und du machst das Tor. Tolles Zuspiel. Diesmal auch vom Spiel her kein Abseits. Der geht doch locker rein, der Ankerangler. Wunderbar. Drin ist er. Juhu, der ist drin. 1-0. Auch wenn es relativ spät war. Rufen noch einen Kampfgeist, und zwar Ricky. Station. Klappt. Oh nein, er hat ihn abgefangen. Nochmal kretschen. Junge. Holt euch doch den Ball. Okay, das sieht gut aus. Und dann passen wir hier hoch. Bräuchten einen Weitschuss. Einen läppischen Weitschuss. Abseits schon wieder. Nein! Oh. Gretchen. Schießen wir. Vielleicht kriegen wir doch noch das 2-0 hin. Das wäre natürlich perfekt. Kampfgeist aber verloren.
könnte jetzt so eine Sache sein. Er könnte den rein theoretisch aufhalten. Nee, hat er aber nicht. Sehr gut. 2-0. Sehr gut. Jetzt können wir nur das Beste hoffen. Gretchen. Macht er wieder seinen Tanz. Müsste aber auch die Halbzeit gleich angebrochen sein. Ist er auch, sehr gut. Eigentlich war es TP-Verschwendung, sage ich jetzt mal, für den Gegner. Aber solange es für den Gegner war, dann bin ich mit zufrieden. Bob, Geiers Hände. Ich glaube, wir machen aus Samguk noch einen richtigen Torhüter. Oh, oh, Junge. Oh, oh, oh. Wir grätschen. Ach, jetzt macht er den Wasserwalzer. Wie bitter. Grätschen. Sehr gut. Und du machst jetzt das Tor. Cobra-Kanone. Reine mit, reine mit. Wunderbar. Das funktioniert doch super. 3-0. Noch zwei Tore in 20 Minuten. Das ist was wir schaffen können. Wir rufen mal noch einen Kampfgeist. Und zwar mit Arian. Genau, geflügeltes Ross Pegasus. Durchsetzen. Hat nicht ganz so geklappt. Dafür geht das jetzt mit dem Gretchen aber erst rein. Oh, 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 nochmal Gretchen. Super. Komm, Victor, hol dir den Ball. Nein, die Kometen-Kombo. Foul. Elfmeter, oder? Nee. Einen direkten Freistoß gibt es. Schattenakrobat. Super. Der Ankerangler. Komm, den kriegst du trotzdem nicht. Super. Ist das etwa das 4-0? Ja, es ist es. Sehr schön. Es ist ja daher schon wichtig, dass man quasi das Doppelte an EP bekommt, wenn wir 5-0 gewinnen. Das heißt, wir machen quasi statt einem Spiel zwei Spiele, theoretisch. Und nach 12 Minuten... Spezialtaktik. Bitter. Unter Umständen. Wir müssen vielleicht, sofern sich da nichts dran ändert, mit Jeepel und Gabby wechseln, damit wir auf jeden Fall zwei haben, die in der Mitte blocken können. Jumbo-Presse. Das sieht doch gut aus. Es war zum Glück auch kein Foul. Soll er sich durchsetzen? Nix da. Keine Orca-Klatsche hier. Nein, das war millimeterweise, wenn. Gretchen, Junge. Nein, Mann, Kometen-Kombo. Hol dir den Ball. Holt euch den Kackball! Und nicht mehr so viel Zeit. Ach, knapp am 5-0 wieder vorbei. Ärgerlich!
Gretchen. Jetzt ein weiter Ball. Der auch zu nichts führt. Kometen-Kombo. Wir brauchen unbedingt mehr Techniken und sowas. Das ist lächerlich. Dass die da überhaupt nichts können. Gretchen. Brauchen noch mehr günstige Verteidigungstechniken. Wir müssen ja nicht sonderlich stark sein, aber nur damit man was machen kann. Aber wir haben gewonnen. 4:0 ist immerhin auch ganz gut. Viele Level-Ups bekommen. Aber keine Techniken gelernt, leider. Gehen wir ins Einkaufsviertel. Gucken wir da, ob es da nicht irgendwie was saugünstiges gibt. Cyber-Tripler. Lucien könnte das gebrauchen. Shun kann das. Ricky, hat er was zum Verteidigen? Nee, Ricky hat auch nichts zum Verteidigen. Kaufen wir auch. Was zum Dribbeln. Ricky hat was. Lucien braucht noch was. Nee, aber wir bringen das Ding gerade mal bei. Weil der kann ja echt noch gar nichts. Moment, muss ich so machen? Doch, hallo? So. Jetzt kann er wenigstens dribbeln. Ist auch ein Problem, dass er noch gar keinen richtigen Schuss hat, ey. Mal ganz kurz so generell durchgucken. Schattenschlag ist eine Feuersache. Himmelshand, Torhüter, nur eine Fähigkeit. Gehen wir nochmal gucken, ob wir irgendwie in einem Laden irgendwas organisieren können. Vielleicht gibt ja den einen oder anderen Laden. Hier ist ja nicht der einzige. Ist ja nicht umsonst auch die Einkaufspassage letzten Endes. Kaufen. So, offensiv. Teuer. Frostwelle. Eislaufblock. Auch zu teuer. Doppelfalle. Zwerffeuer. Haben wir einen Feuerverteidiger? Nee. Das wäre Wind. Haben wir Windverteidiger? Auch nicht wirklich. Also von daher eh Latte, sage ich mal. Halt, Moment, Moment. Ist das nicht Archer? Die Brühe, in der ich die Nudeln koche, basiert auf einem Rezept, das mir mein Lehrmeister anvertraut hat. Es beinhaltet geheime Zutaten. Nach all eurem Training müsst ihr doch sicher einen Bärenhunger haben. Nun schaut ruhig bei mir vorbei, wenn euch der Magen knurrt. Okay, das hat er wahrscheinlich von Hillman gelernt, nehme ich mal an. Finde ich aber cool, dass Archer dann sein Restaurant quasi übernommen hat. So, was gibt's bei dir? Digi-Scan natürlich, ja. Bringt mir nicht so viel. Wo können wir denn noch hingucken? Gab's beim... Gab's bei der Villa was? Wir gehen mal beim Haus Windsor gucken, auch wenn ich nicht glaube, dass da irgendwie was war. Nee, da war nix. Krankenhaus, gab's da was? Nee, nur ein Kartendealer. Oder, warte mal, Moment, hier gibt's doch noch die Dings, die Royal Academy, da gibt's sicher was. Gehen wir mal dort gucken. Ob wir was Gescheites bekommen. So, Junge, zeig mal, was du hast.